Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Und wir sind in einer neuen Aufnahme-Session auch. Und natürlich, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe gehabt, weil wir noch einen Server neu installiert haben. Wir haben jetzt einen neuen Root-Server für die Alpha 17. Wird es dann quasi schön und lustig. Und ich muss mich ein bisschen dunkler machen. So. Also, wir möchten heute ein paar Ressourcen sammeln. Der Andi wird sich um Eisen kümmern. Yep. Ich werde mich um Lehm kümmern und um Holz. Okay. Gut. Und dann werden wir uns mal eine Runde beschäftigen. Wieder so 30 Minuten folgen. 25 bis 30 Minuten. Ich habe ja jetzt auch einen neuen Rechner. Das heißt, ich kann die Folgen jetzt viel schneller zur Verfügung stellen. Und muss nicht mehr 2 Stunden rendern, sondern nur noch 20 Minuten. Von daher ist das schon eine sehr große Ersparnis. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Wo gehst du hin? Nach Norden, ne? Ich gehe auf jeden Fall nach Norden, weil ich habe im Süden und so kein Lehm gefunden. Gut. Ja, Lehm brauchen wir ja auch. Ne, wie gesagt, kümmere ich mich. Du kümmerst dich nur um das Eisen und um Steine. Und vielleicht eine Ader finden oder so, dann wäre das schon cool. Ich kümmere mich um Holz und um Lehm. Ja, wir haben jetzt den Umzug erfolgreich durchgeführt. Also wir haben jetzt von dem alten Server die ganzen Daten rübergeholt und es hat super geklappt. Das ist alles rübergeholt worden. Damit haben wir den alten Spielstand weiterhin und sind auf einem neuen Server mit einer neuen IP. Das Ganze, muss ich sagen, hat auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch genommen. Denn 7 Days ging nicht einfach so mit der alten Config. Da musste ich die Config neu schreiben. Und jetzt haben wir auch einen extra Speicherplatz für die Server. Das sind also nicht im Standardordner, sondern jetzt in einen extra Ordner, wo ich die jetzt halt mal reintue, in den jeweiligen Spielordnern. Also wenn wir jetzt mehrere Server haben, dann hat jeder Server sein eigenes Speicher. Man kann auch dann zweimal dieselbe Seed-Map nehmen, ohne dass dieselbe Map geladen wird. Das finde ich schon ganz gut. Was sagst du dazu? Definitiv, ja. Zombies, ey. Ach nee. Oh, war die falsche Taste. Was hast denn du eingestellt, dass es jetzt Zombies gibt? Hm? Glückstück, passt schon. Was gibt's? Zombies! Achso, ich dachte, wir spielen Ark. Ja, dachte ich auch. Muss ich leider enttäuschen. Jetzt habe ich da so krabbelnde Viecher herum. So muss das sein. Hier oben, wo ich bin übrigens, ja. Wir müssen uns, glaube ich, neu adden, kann das sein. Ne, wir sind sogar noch. Nee. Komm mal zu mir. Hier oben kannst du eine Mine buddeln. Moment, ich komm schon. Hier gibt's nämlich. Warte mal, den Steinbau trotzdem ab. Ganz viel Quäffel gibt's hier oben. Hier ist eine Mine. Drei blöde Frage, habe ich was zum Trinken überhaupt dabei? Nö. Scheiß drauf. Das ist schlecht. Dann müsstest du gleich mal zurückgehen. Wasser habe ich auch nicht mehr viel, nur 13%. Aber zu Hause in der Bude haben wir ja. Ja, zuerst brauche ich mal. Was ist leer? Nee. Wie gesagt, bei mir, wenn du dich beeilst, ich habe nicht mehr so viel. Moment, ich bin gleich bei dir. Das sieht schon geil aus, ne? Das Wetter und so. Ach, da ist er ja. Genau, hier. Überall hier ist Quäffel. Das heißt, hier ist eine Mine. Und zwar eine heftig große. Weil so viel Dings Quäffel hier ist. Warte mal, wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ja, das passt auf jeden Fall. Dann gehe ich nämlich schon mal weiter.
Der Server läuft butterweich, ey. Hier muss doch Leben geben, oder? Da haben wir ja letztes Mal schon geschaut. Ich glaube, in dem Biom hier gibt es nur Gravel. Ich habe eine Steppe gefunden. Oh! Da gibt es auf jeden Fall Lehm. Huch! Okay. Schön. Lehm gefunden. Mission erfüllt. Nächste Mission. Lehm schaufeln. Kriege ich eigentlich eine Belohnung? Bagger, Abzeichen oder so? Du. 4%.
10% Wasser. Wie geht's bei dir? Ja, geht. Was gefunden? So eine Mini-Mine. Das reicht erstmal. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir erst was haben. Muss ja jetzt nicht die Riesenmine sein. So. Brauchen wir noch Tiere, ne? Jo. Also ich muss erstmal zurück. Oh, ich habe eine Pistole gefunden beim Zombie. Der braucht die nicht mehr. Nö. So, nun kann ich das Holz mitnehmen. Ich habe nur noch 1%, ich muss auf jeden Fall zurück. Wie krass eigentlich ist, dass wir immer noch Tag 1 haben. Ja, was auf jeden Fall jetzt rausgekommen ist, dass Alpha 17 gerade in der Vorbereitung ist. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, deswegen vielleicht auch dieses Video ganz gut ist. Die suchen gerade Streamer. Also jeder kann sich bewerben, der Bock hat mit 5000 Abonnenten oder Follower bei Twitch. Kann sich da bewerben und dementsprechend dann mitmachen bei denen. Also jeder ist willkommen. Ich darf leider nicht mitmachen, ich habe mich schon gemeldet. Ich habe zu wenig Abonnenten. Aber jeder andere ist natürlich herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich da melden würde. Aber die sich da melden, gucken meine Videos nicht. So. Bin viel zu klein für die meisten. Fall schnell was trinken, sonst sind wir am Arsch. Da. Einmal Tee bitte. So. Dann das ganze Zeug hier rein. Lehm habe ich 245 im Moment, das geht ja. Okay. Am Belu haben wir ja schon, ne? Bitte? Am Belu habe ich schon. Brauche nur Steine. Mhm. Oder? Habe ich hier oben Belu? Ja, da. Den habe ich schon. Das dahin.
Die größte Zeit, die man verschwendet, ist beim Einsortieren. Ich pflanze mal ein paar Bäume. Jo! Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen Leben sammeln. Spike Club Rezept. Oh, nett. Holz ist auch immer sehr gut. Eine Iron Gartenhole in Lila. Minuten haben wir schon noch so. So, ja. Was machst du da jetzt genau? Wo bist du? Was findest du? Ich farme im Moment Eisen. Okay. Wie viel hast du denn schon? Ups. 4, ich sag mal knappe was? Knapp bei 5000. Okay, reicht, weil wir brauchen noch Steine. Gut, dann fahr mich Steine. Ja. Bisschen koordinieren. So. Ja. Ich mach grad Holz und werde gleich nochmal Leben holen gehen. Ich werde gleich verrecken, weil ich bestimmt nicht mehr rausfinde. Warte mal. Nee, da ist ein Loch. Weißt was, dann machen wir da einmal einen Raum. Da fallen auch Steine an. Ist doch auch was Schönes. Mhm. Haben die da irgendwas gedreht mit der Ausdauer? Warum? Ah nee, früher habe ich irgendwie durchgemeint.
Das geht irgendwie nicht mehr. Die haben eigentlich nichts geändert. Ich will immer noch 16-4. Runtergebackt. Yeah. So. Das ist ja mal wieder. Okay. Auf jeden Fall läuft der Server gerade sehr gut. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil das ist halt mal so ein Härtetest. Lehm, ich bin wieder da. So, woran erkennt man Lehm? Das ist einmal hier auf dieser dunklen Stelle. Das erkennt man nicht so gut. Aber da ist eine dunkle Stelle. Können wir sicher sein, denn sonst hätte ich ja das Lehm nicht gefunden. Und ja. Ich würde sagen, wir schaufeln mal noch eine Runde und beenden schon mal die Folge und werden gleich die nächste Folge aufnehmen im Anschluss. Wahrscheinlich bin ich dann schon wieder auf dem Weg nach Hause, aber Leben schaufeln ist jetzt nicht unbedingt das, was man sehen muss. Ihr wisst jetzt, wo es ist, wo es gefunden werden kann, wenn ihr es noch sucht. Wenn ihr schon auch schon was gefunden habt, könnt ihr was abgeben. Dann muss ich nämlich selber nicht schaufeln. So. Und ich freue mich sehr auf die Alpha 17 Experimentelle, ja. Weil ich habe lange keinen 7 Days mehr am Stück gespielt, muss man es mal so sagen. Das ist richtig. Weil eben alles so ein bisschen ausgelutscht ist, weil wir alles schon kennen und sich nicht so groß viel verändert hat. Aber wir haben ja alles schon gesehen in Alpha 17, bis natürlich die Mods. Die Mods möchte ich gar nicht sehen, bis das Spiel fertig ist. Weil dann sind auch die Mods ausgereifter. Wenn das Spiel nämlich grundsätzlich fertig ist, gibt es dann auch bessere Mods. Und da kann man sich dann dementsprechend an die Mods wagen. Weil momentan gefallen mir die Mods nicht. Allein schon das Gelecke. So. Du hast noch irgendwas zu sagen? Nö, oder? Doch. Doch. Wir könnten hin und wieder Community-Gäste einladen. Und unter der Voraussetzung, sie müssen mindestens Erze sammeln. Also die Praktikantenstelle im Keller bedienen. Genau. Nitrat brauchen wir auch immer. Ja. Bis Alpha 17 wird sich da wahrscheinlich nichts tun, lieber Andi. Da muss ich dich leider enttäuschen. Aber wieder an mir hängen. Alpha 17 gerne. Können wir dann zusammen spielen. Auf jeden Fall. Würde ich gerne so zwei Leute noch einladen, mit denen wir dann eine Community-Basis bauen und hier quasi ein Let's Play gemeinsam erstellen. Auch im Livestream mal spielen. Mhm. Auch vor allem halt so Aufnahmenfolgen machen, damit ich mal wieder Aufnahmen habe und nicht immer nur Livestreams. Vor allem mit dem neuen Server können wir ja so
da sich überlegen, ob wir nicht einen Community-Server zur Verfügung stellen. Ja, ich bin nicht so der Fan von Community-Servern. Ich weiß es. Weil immer, wenn man dann ein paar, so ein, zwei Tage nicht drauf war und wiederkommt, ist alles ganz anders wie das, was man eigentlich mal wollte. Ja. Und dann ist der Tag so weit fortgeschritten, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Dann ist alles schon gelootet und ach nee, das ist nicht so meins. Lieber so eine kleine kuschelige Gemeinschaft, die sich beim Aufnahmen treffen und dann schöne Aufnahmen machen und dadurch was gestalten und den Leuten zeigen. Das war ja auch eben das Problem bei Org damals. Genau. Ja, die Aufnahmen von Ark, die waren cool. Der Community-Server hat mich so angefuckt, das ging gar nicht. Naja, klar, nur ich kann es der Community jetzt nicht vorhalten, dass sie natürlich spielen will. Nee, deswegen ja. Deswegen sage ich ja zu mir, dass ich da nicht das, mache. Deswegen wäre vielleicht auch interessant, falls du auch wieder mal Lust hast, ja. Gut, bei Ark zu zweit, ist zu zweit anders, oder ja. Zu dritt, oder so wie wir es damals gemacht haben, zu zweit, zu dritt Ark zocken, einmal in der Woche. Genau, das fand ich cool. Weil dann bist du auch nicht verpflichtet, jeden Tag einzuloggen und deine Tiere zu füttern, nee. Sondern machst das wirklich einmal die Woche und dann ist gut. Weil das artet dann auf Arbeit aus und ich habe ganz andere Sachen noch der Woche zu spielen und zu machen und da komme ich da nicht hin, denn jeden Tag mich auch noch in Ark einzuloggen. Das habe ich ja in. In unserem anderen schönen Spiel, was wir da gespielt hatten, mit dem Life is Full. Ja, genau. Das artet ja auch nur noch in Arbeit aus, jeden Tag einzulocken und seine Ernten dazu durchzugucken, weil wenn du die nicht erntest, geht die Ernte kaputt. Und das ist dann auf Dauer ist es dann schon sehr nervig, vor allem wenn du dann merkst, okay, du machst nur noch das. Du machst halt nichts anderes mehr, du gehst halt nur noch online, du machst nur noch das, weil du es musst, so auf die Art. Und irgendwann gehst du nicht mehr online, alle Tiere verrecken, so. Und dann habe ich keine Lust drauf gehabt. Deswegen spiele ich auch Life is Feudal nicht mehr momentan. Also, ist dann auch eintönig geworden. Die Straßen wurden gebaut, die Projekte wurden erstellt, die Felder sind angelegt worden, dann habe ich kein Ziel mehr gehabt. Meine Bäume hatte ich auch schon auf 90. Also, ja. Ist dann irgendwann am Ende. Und das möchte ich eigentlich nicht bei solchen Let's Plays. Ich möchte eigentlich ganz lange Let's Plays führen, weil ich mir dann immer denke, ja, dann kann man so ein bisschen was zeigen, so Endgame-mäßig auch zeigen und so, was man so erstellt hat. Aber man muss halt dann nicht arbeiten dafür, sondern macht es einfach aus Spaß. Das ist richtig, ja. Und deswegen mag ich so Community-Server nicht, wo du Pflichten hast. Das ist nicht so meins. Deswegen spiele ich auch Star Trek online nur dann, wenn ich Bock habe. Ja, so soll es ja auch sein, du solltest Spaß dran haben. Ja. Und auf den Community-Server hatte ich dann keinen Spaß. Die Folge beenden. Ja, die wollte ich schon seit 2-3 Minuten beenden. Ja, 28 Minuten auf der Uhr. Juhu! Ja, gut. Mich soll es ja nicht interessieren. Das dann haben wir noch 2 Minuten. Ja. Okay, ich schaufel mal weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao, ciao.